Ich beginne mit dem ersten Teil. Der erste Block dieser Ringvorlesung hat die Überschrift Narrative Ökonomien und imaginierte Zukünfte und Sie haben dazu schon Informationen von Silja Graupe bekommen. Ich möchte jetzt in dieser zweiten Vorlesung noch einmal prinzipiell die Frage aufrollen, warum spielt das in der traditionellen Ökonomik fast überhaupt keine Rolle? Viele Ökonomen und viele Ökonominnen sind heute sehr stolz auf ihre Wissenschaft. Sie bezeichnen sie als eine harte Wissenschaft, Hard Science. Ihre Härte, ihre Strenge, ihre Rigidität, ihre Klarheit zeichnet sich durch strenge, klare Methoden aus, nämlich formale Modelle zu konstruieren, ökonometrische Untersuchungen zu machen und klare empirische quantitative Analysen vorzulegen. Das ist das Kennzeichen der Ökonomie und viele Leute, die im Bereich der Ökonomie arbeiten, sagen, wir sind die Königin der Sozialwissenschaften, wir sind ja auch die einzige Sozialwissenschaft, in der es einen sogenannten Nobelpreis gibt und wir haben sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, wir sind ausgezeichnet im Vergleich zu den sogenannten weicheren Wissenschaften, die Geschichtswissenschaften, die Kulturwissenschaften, die Soziologie. Als Kulturwissenschaftler, oder ich bin ja auch Kulturhistoriker, ist das Reden oder das Verwenden und die diesbezüglichen Methoden über Bilder zu reden absolut vertraut. Hier finden wir viele, viele Ansätze und man könnte auch in der Grundlage durch die Geschichte der Philosophie gehen und man könnte zeigen, dass jede größere, jede entwickeltere Art von Philosophie ihren eigenen Bildbegriff hat. Man könnte eigentlich eine Geschichte der Philosophie anhand ihrer Bildbegriffe skizzieren. Ich möchte jetzt argumentieren, dass über Bilder und Imaginationen zu reden, dass das absolut wichtig ist im Verständnis von bestimmten ökonomischen Phänomenen. Wir müssen allerdings hier den Zugangsbereich zur Ökonomie verändern. Wir dürfen nicht, wie das in der traditionellen Ausbildung passiert, unmittelbar durch Modelle starten, sondern wir müssen von unserer Erfahrung ausgehen. Man könnte es auch so beschreiben, wir müssen phänomenologisch vorgehen, das heißt, unsere eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen oder die Erfahrungen anderer ernst zu nehmen, indem wir zum Beispiel zu ihnen hingehen und sie befragen, was geht in ihnen hier vor, wenn sie die und die ökonomische Entscheidung, wenn sie die und die dieses ökonomische Verhalten an den Tag legen. Eine solche Vorgangsweise findet sich in bestimmten Teilen der Finanzsoziologie. Es gibt auch ganz, ganz wenige Ökonomen und Ökonominnen, die so argumentieren. Es handelt sich von der Soziologie her um einen Bereich, den man auch im Englischen nennt Social Studies of Finance. Und hier wird so vorgegangen, dass man zum Beispiel zu Großinvestoren geht, dass man zu Managern geht, die große Investitionsentscheidungen zu tätig haben und sie ihnen zusieht, was sie machen oder sie lange, lange interviewt und man will eine Vorstellungsweise entwickeln, was denken diese Leute, in welcher Gedankenwelt sind sie, wie holen sie sich Informationen, was passiert in ihnen, damit so komplexe Entscheidungen zustande gekommen. Und dann, was hat eigentlich das Wissen, das Modellwissen, das die traditionelle Ökonomie anbietet, hier für einen Stellenwert? Wird das überhaupt verwendet? Oder wenn, dann in welcher Weise und in welcher Absicht? Dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen geben. Ich möchte aus dieser Literatur ein ganz, ganz einfaches Beispiel geben, und zwar von einem Aufsatz, den ich vor kurzem erhalten habe, von Birger Briddat. Er ist Professor für Ökonomie und Philosophie und auch in der Cusanus Hochschule im Hochschulkuratorium. Mit Theresa Steffestun, eine Mitarbeiterin von mir, gebe ich im Augenblick ein Buch heraus, als Herausgeber, Herausgeberinnen, das heißt Wissen und Nichtwissen der ökonomisierten Gesellschaft. Und hier hat Birger Briddat ein Essay geliefert mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Und zwar hat er sich die Frage gestellt, phänomenologisch, ich bekomme hier eine Anfrage
für einen Aufsatz zu schreiben, für ein Buch, soll ich das machen und soll ich das nicht machen? Und was müsste ich eigentlich als Ökonom tun? Als Ökonom müsste ich eigentlich an mein Entscheidungsmodell denken. Ich müsste wie ein Homo economicus vorgehen. Ich müsste wie ein rational kalkulierender Akteur vorgehen. Und das Grundmodell in dieser Rational Choice Analyse ist ja relativ bekannt. Es ist die Idee, für eine Entscheidung gibt es Handlungsalternativen. Soll ich den Aufsatz schreiben? Soll ich den nicht schreiben? Wenn ich ihn schreibe, hat das eine bestimmte Art von Konsequenz. Das heißt, es gibt eine Menge von Konsequenzen. Diese Mengen werden bewertet mit Präferenzen, mit Nutzenüberlegungen. Es gibt eine Zielfunktion. Die Zielfunktion sagt, ich mache diese ganze Handlung nur, um meinen Nutzen zu maximieren. Und dann entscheide ich mich. Das heißt, die Entscheidung wird erklärt aus einem rationalen Kalkulieren. Und diese Entscheidung führt dann zu einer Art von Handlung. Ein Grundproblem in so einem Ansatz ist, dass zum Beispiel die Menge der Konsequenzen ja nicht bekannt sind, weil das ja Phänomene sind, Aspekte sind, die die Zukunft betreffen. Und jetzt stellt sich Bridart die Frage, was weiß ich als Autor, der jetzt einen Aufsatz schreiben soll, überhaupt, was die Konsequenzen dieser Handlung sein würden? Warum geben die Herausgeberinnen überhaupt ein solches Buch heraus? Was denken sie die? Was wollen die? Welche Absichten verfolgen die? Was macht der Verlag, der Verleger? Wie kalkuliert der? Was ist überhaupt ein Markt für solche Bücher? Solche Bücher werden ja nur in einer kleinen Auflage gekauft. Wer kauft die? Wie kalkuliert der Verleger? Und wer können da überhaupt die Leser und die Leserinnen sein? Für welches Publikum schreibt man? Die Verkaufschancen von jedem Buch, es ist egal, ob es ein spezielles Fachbuch ist oder ob es ein anderes Buch ist, sind immer fast nicht abzuschätzen. Im deutschen Sprachraum werden jedes Jahr 100.000 Bücher auf den Markt geworfen und ganz, ganz wenige davon werfen überhaupt einen ökonomischen Ertrag ab. Ich weiß das, weil ich habe in Österreich zweimal einen Bestseller geschrieben und beim ersten Mal habe ich ein bisschen was verdient und beim zweiten fast gar nichts. Es gibt fast keine Personen, die vom Buchschreiben leben können, auch Leute nicht, die relativ bekannt sind. Zurück zu unserem Thema. Das heißt, wenn ich betrachte, was macht jemand, der so eine Entscheidung zu treffen hat, dann ist die Grundtatsache relativ klar. Er befindet sich in einem Feld, das durch ein hohes Maß von Unwissen, von Nichtwissen, von Ungewissheit, von Unsicherheit und letztlich vielleicht sogar von Unentscheidbarkeit gekennzeichnet ist. Das heißt, wenn man so zu fragen anfängt, dann könnte man die Frage sich stellen, was heißt es, sich zu entscheiden? Das heißt, es geht um die einfachsten Dinge, die jeden und jede von Ihnen betreffen, nämlich was heißt es, Entscheidungen zu treffen? Und die meisten Entscheidungen haben ja Konsequenzen in der Zukunft. Eine andere Perspektive ist die Perspektive der Konsumenten, der Konsumentinnen. Wenn jemand ein Buch kauft, in der ökonomischen Sprache sind Sie jetzt im Augenblick ein Konsument, eine Konsumentin einer Dienstleistung, genannt Vorlesung. Man könnte Sie ja fragen, warum machen Sie das? Warum horchen Sie mir überhaupt zu? Und der Ökonom in mir würde Sie fragen, was ist denn Ihr Nutzen, sich dieses Video vielleicht intensiv anzusehen? Warum machen Sie das? Vielleicht denken Sie, es könnte ja meinen Horizont erweitern, es könnte interessant sein, nur ob Sie klüger geworden sind durch meinen Vortrag, das können Sie erst im Nachhinein entscheiden. Im Augenblick wissen Sie das gar nicht. Das heißt, es könnte sein, dass dieser ganze Vortrag ein absoluter Unsinn ist. Dann war sozusagen die Zeit völlig sinnlos verbracht. Warum haben Sie sich für sowas
entscheiden. So verstanden könnten wir also die Frage stellen, was ist überhaupt der Kauf eines Buches? Was ist der Kauf in Anführungszeichen einer Vorlesungseinheit? Handelt es sich dabei um Objekte, die Ökonomen als Güter beschreiben? Was ist das überhaupt für ein Gut? Wie könnte man das definieren? Bredert nennt so etwas ein komplexes Gut. Das heißt, ein komplexes Gut hat vorher noch keinen klaren Verwendungsmodus. Es hat noch gar keinen klar definierten Nutzen. Sie wissen gar nicht, wenn Sie das Buch kaufen, welche Konsequenzen das hat. Das heißt, wenn Sie sich zu diesem Kauf entschieden haben, wissen Sie im Vorher gar nicht, was Sie da genau gekauft haben. Das heißt, wenn man diese Überlegungen anstellt, dann wird der Grundbegriff in der modernen Mikroökonomie, nämlich der Begriff von Nutzen bzw. von Präferenzen, absolut fragwürdig. Es gibt keinen Nutzen für ein Konsumgut. Es gibt eine Vermutung von Konsumenten und Konsumentinnen über einen möglichen Nutzen. Sie wissen nicht, ob dieser Nutzen eintreffen kann oder ob dieser Nutzen eintreffen wird. Bleiben wir bei dem Beispiel, ein Buch zu kaufen. Bredert entwickelt 5 verschiedene Arten von Motiven mit ihrem Nutzen, der daran gehängt ist. Erstens, Sie könnten ein Buch kaufen, weil Sie halt gerne lesen, also ein Lesevergnügen. Natürlich könnte man die Frage stellen, warum kaufen Sie sich genau dieses Buch? Vielleicht hat es ein buntes Coverbild und das gefällt Ihnen. Zweitens ist, Sie kaufen das Buch nicht, um es zu lesen. Sie haben zu Hause ein langes, schönes Bücherregal. Und die Besucher und Besucherinnen, die zu Ihnen reinkommen, die staunen dann, was für eine gebildete Person oder Persönlichkeit sie sind. Ich kann Leute, die zu mir kommen, mit meiner großen Bibliothek manchmal beeindrucken. Die Frage ist, ob das gut ist. Der dritte Motiv könnte sein, Sie kaufen das Buch gar nicht für sich. Sie haben einen klugen Freund, eine kluge Freundin und dem wollen Sie das schenken. Und dieser Person damit eine Freude zu machen. Sie wollen mit dem Kauf Ihres Buches Ihren Horizont erweitern. Man könnte natürlich die Frage stellen, wird das passieren? Und der fünfte und der letzte Punkt wäre, ein Buch, eine Vorlesungseinheit, die Sie hören, hat einen ganz, ganz intensiven Lernprozess zur Folge. Und das Intensivste im Lernen ist ja ein Lernen, das unsere Persönlichkeit verändert. Das wäre der beste und der gelungenste Unterricht. Er hat sie wirklich grundlegend verändert. Ob diese vierte oder dieser fünfte Nutzen eintreten kann, ist allerdings nur Hoffnungen. Das heißt nicht, dass der Begriff Nutzen nicht sinnvoll sein könnte. Er ist sinnvoll, aber nicht als Begriff, der eine Kaufentscheidung rechtfertigt. Er ist sinnvoll als Begriff, den man sich nach dem Kauf, nach den Konsequenzen der Kaufentscheidung, nach den Resultaten stellen könnte. Das heißt, die Grundbegriffe von Handeln, von Markt, von Transaktion, von Preis werden durch diese einfachsten Überlegungen ganz, ganz grundsätzlich problematisiert. Eine Markthandlung, eine Transaktion, ein Marktvorgang, ein Preis ist mit Nutzen verbunden, er ist lose verbunden, aber er ist sicher nicht in der Weise verbunden, in der das die moderne Mikroökonomie behauptet. Zurück zu dem Beispiel der Investoren. Wie machen das Investoren, um die Zukunft zu bannen? Der gängige Ansatz in der Ökonomie ist der, von Erwartungen zu reden und diese Erwartungen wieder im Rahmen ihres Modellansatzes wahrscheinlichkeitstheoretisch zu formulieren. Das heißt, so kann ich dann das Paradigma des Homo economicus, des rationalen Akteurs, retten. Er kalkuliert Wahrscheinlichkeiten für künftige Ereignisse und dann kommt er zu einem Kalkül und dann kann er eine numerische Berechnung machen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Aber das Grundproblem ist damit nicht gelöst, nämlich es gibt viele Grundprobleme in diesem Ansatz. Ein Grundproblem ist, wie komme ich zu den Wahrscheinlichkeiten? Das heißt, ich muss irgendwelche Ereignisse von der Vergangenheit korrelieren. Das kann natürlich für eine stabile Zeitperiode sinnvoll sein,
Aber es kann mir nicht erklären, das, was dann Keynes und die Keynesianer eine echte Unsicherheit nennen, ein Finanzschock, eine Finanzkrise, die Tatsache, dass zum Beispiel ein Virus auftritt und die gesamte globale Ökonomie erschüttert. Ereignisse dieser Art können wahrscheinlichkeitstheoretisch nicht gebannt werden. Und Keynes hat ja das dann so beschrieben, er hat gesagt, Ereignisse dieser Art sind für Börsenentscheidungen relevant. Keynes selbst war ja Spekulant, er ist dadurch sehr, sehr reich geworden. Er war, heutzutage würde man sagen, er war eine Art von Hedgefondsmanager. Und er hat dann geschrieben, in Bezug auf diese Tatbestände, we simply do not know. Das definiert, diese Erwartungsbrüche definiert eine Grenze von dem, was Ökonomen mit ihrem rationalen Kalkül, mit ihrem Modellkalkül überhaupt bewerkstelligen können. Vereinfacht gesprochen, na, wie bannen wir diese Zukunft? Wir bannen diese Zukunft durch Bilder, durch Zukunftsvorstellungen, durch Szenarien. Wie machen es also Investoren, wie machen es also Manager, die Zukunftsentscheidungen zu bewältigen haben? Sie machen es genauso, wie wir Zukunftsentscheidungen zu bewältigen haben. Sie kreieren sich Szenarien. Das heißt, sie entwerfen mentale Bilder. So können wir mit der Zukunft umgehen und genauso gehen wir mit der Vergangenheit um. Man könnte ja prinzipiell so argumentieren, das Leben besteht nur aus Jetzt, 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 immer aus Gegenwartsmomente. Die Vergangenheit und die Zukunft ist uns zugänglich in Form von komplexen Bildern. Sehbilder, Hörbilder, das heißt Vergangenheit und Zukunft hat auch immer eine mentale Komponente. Und diese mentale Komponente ist für das menschliche Leben, für menschliches Entscheiden essentiell. Und wenn man jetzt bestimmte Vorgänge anschaut, zum Beispiel ein Startup. Ein Startup, Sie machen ein Startup, Sie haben eine geniale Idee, Sie haben einen guten Businessplan. Sie gehen zu Investoren, zu Investorinnen und wollen von denen Geld, damit sie diese Investition tätigen können. Was müssen sie machen? Sie müssen denen eine Geschichte erzählen. In dieser Geschichte, natürlich kommen in dieser Geschichte Zahlen vor, sie müssen ihnen erzählen, warum sie glauben, dass dieses Geschäftsmodell erfolgreich sein wird. Die meisten Startups sind nicht erfolgreich. Und das ist natürlich genauso ein Grundsatzproblem. Eine Firma, der Chef einer Firma, muss zu Kapitalgebern gehen und muss ihnen von Zukunftsplänen erzählen. Ein Hedgefondsmanager, der das Geld von reichen Investoren sammelt, muss denen irgendetwas erzählen über seinen genialen Anlageplan und warum er besser ist als die Konkurrenz. Oder wenn eine Bank geprüft wird durch eine Ratingagentur, dann geht es nicht nur um die Bilanz, natürlich um die Kennziffern, sondern es geht auch um Interviews vom Vorstand vor den entscheidenden Personen in der Firma, die sagen, okay, wie stellen Sie sich vor, wie wollen Sie expandieren, welche Geschäftsbereiche wollen Sie erweitern, welche Geschäftsbereiche wollen Sie vielleicht aufgeben oder verkleinern und so weiter. Das heißt, all diese Vorgänge, diese komplexen Vorgänge, passieren narrativ durch eine Geschichtserzählung. Die Performance ist wichtig. Das heißt, Sie müssen sozusagen eine Begeisterung erzeugen, letztlich eine Art von Hype oder die Fantasie befriedigen. Das heißt, wenn man auf diese ganz, ganz wichtigen Phänomene achtet, dann gibt das Konzept einer imaginativen Ökonomie, einer narrativen Ökonomie absolut einen Sinn. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, auf welchen Ebenen wird das interessant? Es ist zum einen auf der Ebene der Einzelentscheidung, auf der Ebene einer Firma, auf der Ebene einer Branche, auf der Ebene der Ökonomie, zum Beispiel welche Zukunftsbilder über die aktuelle Krise werden medial verbreitet, macht das irgendeine Stimmung, hat das irgendwas mit Investitionsklima zu tun und natürlich mit den ganz großen Fragen, die uns auch beschäftigen, nämlich die Frage der Zukunft der Gesellschaft und Gesellschaftsgestaltung. Diesen Titel haben wir für unsere
Hochschule in Anspruch genommen, ist natürlich auch eine Diskussion über Zukunftsbilder, um die Gesellschaft anhand dieser Bilder beeinflussen, verändern und so weiter zu können. Das heißt, wenn wir selbst phänomenologisch vorgehen und uns in unseren Entscheidungen ernst nehmen, dann merken wir, in einem hohen Maße gibt es Bilder, es gibt Vorstellungen. Diese Vorstellungen und Bilder sind handlungsrelevant. Natürlich gibt es auch eine unterschiedliche Bewusstheit über diese Bilder. Das heißt, sie haben sozusagen Bilder über sich, über ihre eigene Zukunft, die handlungsrelevant sind, aber vielleicht sind ihnen diese Bilder noch nicht bewusst. Ich bin Coach, ich trainiere seit über 30 Jahren viele, viele Personen, auch in der Politik, auch im Management, und ich arbeite eigentlich immer nur auf der Ebene von Bildern. Und das Interessante ist, wenn es gelingt, bestimmte Bilder über das, was gerade ansteht, bewusst zu machen und zu verändern, welche Fülle von Handlungen ganz, ganz automatisch daran folgt. Das heißt nicht, dass damit die Zukunft beeinflusst wird, in keinster Weise. Es wird die Gegenwart beeinflusst, dass zum Beispiel die Handlungen mehr in die oder mehr in die andere Richtung passieren. Bilder bannen nicht die Zukunft, das wäre ja unsinnige Magie, aber Bilder sind Handlungsanleitungen zur Gestaltung der Gegenwart, die dann bestimmte Zukünfte vielleicht möglich machen kann. Ich möchte noch zwei Beispiele geben aus der genannten Finanzsoziologie und dann komme ich zum zweiten Teil. Das eine Beispiel ist eine Autorin, die ich sehr schätze, Elena Esposito. Sie hat gemeint, Finanzinvestoren verwenden die komplexen Modelle der Ökonomen nicht, um Entscheidungen zu treffen, sondern sie treffen zuerst ihre Entscheidungen über Bilder, die kollektiv irgendwie gebildet werden. Und wenn dieses Bild da ist, wenn die Entscheidung da ist für diese Simulation, für diese mögliche Zukunftsszenario, hab ich mich als Investor entschieden, dann nehme ich die Modelle zur Begründung meiner Entscheidung. Das heißt, die Ökonomen würden hier eine ganz, ganz andere Rolle im realen Finanzgeschehen spielen, als sie überhaupt erahnen. Ein zweites Beispiel ist auch eine Frau, Ekaterina Svetlova. Sie sagt, gute Investoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie andere Entscheidungen treffen als die ihrer Konkurrenz. Keynes hat ja auch darüber geschrieben. Keynes hat geschrieben über Erwartungen, höhere Erwartungen. Ein guter Spekulant auf der Börse bildet sich Erwartungen über die Erwartungen der anderen Spekulanten, Erwartungen höherer Ordnung. Und Ekaterina Svetlova meint, es geht um ein konterfaktisches Denken. Dieses konterfaktische Denken hat eine Gestaltungskraft für die Gegenwart, und sie beschreibt dann Investmentobjekte, wie zum Beispiel, wenn sie eine Aktie kaufen, wenn sie ein Wertpapier kaufen, als konstruierte Investitionsobjekte, und die Konstruktionsmodelle sind auch, im Hintergrund sind Stories, im Hintergrund sind Meinungen, im Hintergrund sind Imaginationen und Narrative. Damit ist der erste Teil meiner kurzen Vorlesung beendet. Das Lernziel war es, Argumente zu geben, dass es legitim ist, dass es wichtig ist, sich als Ökonom, als theoretischer Ökonom mit Imagination, mit Bildern und mit Narrativen zu beschäftigen. Wenn man die grundsätzliche Frage stellt, wie kommen zum Beispiel Finanzentscheidungen zustande, wie kommen Konsumentscheidungen zustande, dann haben wir auch vielleicht eine Ahnung, dass es nicht um Sonderbereiche des wirtschaftlichen Tuns geht, sondern dass es um Kernbereiche geht. Und das Interessante ist, und das ist kein guter Befund für die theoretische Ökonomie, dieser Kern ist fast noch gar nicht erforscht. Auf der Cusanos Hochschule haben wir unter anderem ein Forschungsprojekt dahingehend oder mehrere Forschungsprojekte dahingehend, diesen Kern genauer zu untersuchen. Es gibt dazu schon einige Konferenzen, einige Bücher, Publikationen, und im nächstes Jahr im Herbst
planen wir einen neuen Master, wo es genau darum geht, das Konzept einer imaginativen Ökonomie ganz genau zu erklären, theoretisch zu fundieren, welche Philosophien, welche ökonomischen Theorien hängen daran, welche Eigenschaften, welche Tools gehören dazu und in welcher Weise kann ich das für Institutionsgestaltung und für Gesellschaftsgestaltung handlungswirksam machen. Ich komme zum zweiten Teil der Vorlesung. Wenn diese einfachen Überlegungen Sinn geben, dann könnten wir uns die Frage stellen, wer in der Geschichte der Nationalökonomie, in der Geschichte der Wirtschaftstheorie, hat diese Überlegungen aufgegriffen und sie systematisch in seine Art von Bild, in seine Art von Ansicht, in seine Art von Theorie von Wirtschaft eingebaut. Wenn wir jetzt zum Beispiel in das 19. Jahrhundert gehen, dann finden wir viele, viele Ansätze, die mit dem Gesagten in einer gewissen Weise kompatibel sind. Zum Beispiel in der romantischen Schule der Nationalökonomie, im alten Institutionalismus oder auch in der historischen Schule der Nationalökonomie. Aber wir haben, wie schon erwähnt, einen viel, viel besseren Befund, nämlich Adam Smith. Ich interpretiere Adam Smith als Bildtheoretiker und möchte Ihnen gleich einige Gedanken zu Adam Smith erzählen. Diese Ideen, die ich jetzt referieren werde, sind im angelsächsischen Raum relativ bekannt. Im deutschen Raum habe ich eine Tradition, die immer noch anhält. Und hier reden viele von dem sogenannten Adam-Smith-Problem. Es besteht im Kern darin, Smith hat zwei große Werke geschrieben, The Theory of Moral Sentiments 1759 und The Wealth of Nations, den Reichtum der Nationen 1776. Und beide Werke scheinen nicht kompatibel zu sein und eine gängige Deutung ist zu sagen, in der Theory of Moral Sentiments findet sich eine Moralphilosophie und auf der anderen Seite findet sich eine Ökonomie. Es beschreibt Menschen, die auf Eigennutz sind. Es beschreibt einen Egoismus. Und manchmal wird gesagt, hier werden zwei verschiedene Menschenbilder entwickelt. Auf der einen Seite ein Bild eines moralischen Individuums und auf der anderen Seite ein Bild eines egoistischen Individuums. Diese Doppeldeutung von Adam Smith wird im angelsächsischen Raum nach den Forschungen der letzten Jahrzehnte abgelehnt und jetzt ist die Idee, Adam Smith als Einheit zu interpretieren und zu sagen, er hat ein großes Projekt geschrieben und in diesem Projekt hat er dann mehrere Werke publiziert und einige hat er vernichten lassen. In meiner Deutung geht es nicht um Altruismus versus Egoismus, sondern darum, die Vorstellung einer Imagination mit einer Systemidee, mit der Vorstellung, dass soziale Systeme sich wie Maschinen verhalten, das zusammenzubringen. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Andeutungen machen. Smith startet The Theory of Moral Sentiments mit einer prinzipiellen Aussage gleichsam zur Natur des Menschen. Menschen haben eine natürliche Veranlagung, am Schicksal anderer Anteil zu nehmen. Menschen sind sozial bezogene Wesen und dieses Anteilnehmen passiert einerseits emotional, man kann die Gefühle in einer gewissen Weise nachvollziehen und andererseits auch kognitiv. Wenn jemand traurig ist, dann versteht man, dass man traurig ist, weil man ja selbst die Erfahrung von Traurigkeit an sich kennt und so weiter. Woraus entspricht diese fundamentale Eigenschaften des Menschen nach Smith? Smith sagt, es entspricht nicht der Vernunft. Das ist interessant, weil wir sind ja im Zeitalter auch der Aufklärung und der Vernunftphilosophie der Aufklärung. Für ihn ist nicht die Vernunft das Höchste, sondern die höchste Eigenschaft für ihn ist die Fähigkeit zu imaginieren, the imagination. Und er sagt, im sozialen Bezug haben wir gleichsam die Fähigkeit, wie den Körper einer anderen Person zu betreten, eine Innenansicht imaginativ zu gewinnen und aus dieser Innenansicht die Ideen, die Gefühle, die Intentionen,
das Emotionale in einer gewissen Weise nachzuvollziehen. Das ist für ihn bildlich beschrieben. To picture out in imagination, so schreibt er. Es geht darum, sich innere Bilder auszumalen, wie es in der Innenwelt dieser anderen Person zugehen könnte. Und er sagt, es ist auch in einer gewissen Weise möglich. Und gleichzeitig, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ist die Fähigkeit zur Imagination eine reflexive Fähigkeit. Das heißt, Menschen können über diese Fähigkeit auch nachdenken und man kann auch eine komplexe Theorie machen. In der Theory of Moral Sentiments ist eine sehr, sehr komplexe Bildtheorie enthalten. Ungefähr ein Dutzend verschiedene innere Positionen mit verschiedensten Bildtypen. Ich kann diese komplexe Theorie hier nicht entwickeln. Ich kann nur ein paar Andeutungen machen und dann wollen wir das ja beschreiben im Gang der Theoriegeschichte bis heute. Diese inneren Bilder, der Nachvollzug ist wie gesagt doppelt. Er ist einerseits kognitiv, andererseits emotional, also manche beschreiben das auch so wie kognitive Gefühle. Es sind immer mit Beurteilungen gekoppelt. Hier hat Smith eine sehr, sehr komplexe Beurteilungstheorie. Er versucht, drei verschiedene Theoriestränge zu synthetisieren. Und aus dieser Fähigkeit, dieser Imagination, entspricht etwas, was er Sympathie nennt. Sympathie ist der Nachvollzug dieser anderen in einer gewissen Weise. Sympathie heißt nicht, dass mir diese Person, dass ich das, was ich an einer anderen Person nachvollziehen kann, sympathisch in Anführungszeichen ist, aber es bedeutet, ich kann das in einer gewissen Weise simulativ nacherzählen und in dieser simulativen Nacherzählung sind auch die Geschichten dieser Person enthalten. Es geht um Bilder und es geht um Geschichten und das beschreibt Adam Smith als eine soziale Kraft, als eine Bezogenheit von Menschen untereinander. So können sich Menschen aufeinander beziehen und gleichzeitig, weil es ja reflexiv ist, sich ihre Distanz des einen Individuums zum anderen Individuum bewusst sein. Es ist eine komplexe Theorie, es ist eine widersprüchliche Theorie und es ist eine Theorie, die aus einer anthropologischen Disposition des Menschen erklären will, wie sich ein sozialer Raum, wie sich soziale Bindungen, wie sich Regeln, wie sich Institutionen und wie sich letztlich eine Gesellschaft als imaginierter Raum koppelt. Smith hat zwei Positionen. Er geht von den Imaginationen aus und gleichzeitig werden Imaginationen nicht als Fiktionen gedeutet, nämlich die Gesellschaft ist ja für ihn eine reale Gegebenheit. Über Imaginationen zu reden bedeutet nach Smith nicht, wie man das später dann vielleicht sagen würde, im 20. Jahrhundert in einen radikalen Konstruktivismus zu verfallen. Es ist keine antirealistische Position. Er möchte das Reden über die Realität, über gegebene Wirklichkeiten mit ihren Strukturen, die er nicht in Frage stellt, mit einem Reden über Imaginationen, er möchte das in einer Theorie vereinigen. Gesellschaft ist dann für ihn eine imaginäre Konstruktion in der gewissen Weise, um den Titel dieses berühmten Buches von Castoriadis zu zitieren. Oberflächlich betrachtet hätte vielleicht das Adam Smith unterschrieben, aber die Philosophien von beiden sind schon sehr unterschiedlich. In diesem reichen, reichen Innenraum beschreibt dann Adam Smith verdichtete Positionen, von Positionen im Raum, die öfters betreten werden, die geschult werden. Und diese Positionen, für einen Teil dieser Positionen hat er auch den Begriff Spectator entwickelt. Es gibt praktisch sozusagen in diesem Raum Beobachtungspositionen, Zuseher, Zuseherinnen. Und diese Zuseher haben sozusagen die Sehkraft und in dieser Sehkraft ist auch eine kognitive Beurteilungskraft. Der Spectator ist eine Instanz, mit der wir andere
in ihrer Moralität, in ihrer Intentionalität, in ihren Handlungsfolgen moralisch bewerten. Und jetzt wird spannend, das ist sozusagen auch diese Selbstbezüglichkeit bei Adam Smith. Er sagt, diese Instanz entwickelt sich und diese Instanz strahlt auf mich zurück. Das heißt, ich habe sozusagen praktisch eine zweite Person in mir, er nennt es einen Richter, der Spectator als Richter, und diese zweite Person, diese Person A in mir, beurteilt die Person B in mir, nämlich der, der sozusagen Handlungen ausführt oder ausführen will. Sein Selbstbild ist zumindest ein gespaltenes Selbstbild, es besteht aus zwei Teilen, aus dem Richter und aus dem Akteur. Es ist widersprüchlich, es ist reflexiv und dieser Spectator wird lerntheoretisch erklärt. Er ist ja in Kontakt mit allen anderen in diesem imaginativ verbundenen sozialen Raum. Und heutzutage würde man sagen, es ist sowas wie eine Art von Gewissen und er nimmt auch Rekurs auf christliche Gewissenskonzepte beziehungsweise auf den Gewissensbegriff in der antiken Stoa, eine philosophische Richtung. Wenn dieser Lernprozess für die Ausbildung des Spectators in einem integrierten Individuum gut gelingt, dann bekommt er die Qualität eines unparteiischen Beobachters, impartial Spectators, und mit diesem unparteiischen Beobachter, der gleichsam sozusagen die Summe der gesamten Blicke, der gesamten Urteilung der Gesellschaft auf mich selbst ist, in dieser Interaktion, auch in diesem Zwiegespräch mit dieser Gewissensinstanz in uns, aus dem entfaltet sich Handeln und aus dem entfaltet sich auch für Smith in einer ganz, ganz großen Selbstverständlichkeit das ökonomische Handeln. Bei Smith ist ein interessanter Ansatz. Er geht von Individuen aus. Diese Individuen haben eine soziale Kraft, eine soziale Bindungsfähigkeit. Sie haben Antriebe, er nennt das Passions. Diese Antriebe selbst sind morallos, aber durch die soziale Interaktion, durch die sozialen Interaktionen bildet sich eine Moralität im Menschen. Und so beschreibt er dann soziale Interaktionen. Das heißt, soziale Interaktionen sind immer imaginativer Natur. Die Gesellschaft besteht nur aus einem Bild und das entscheidendste Bild ist natürlich, und darüber schreibt Smith ganz, ganz explizit, das Selbstbild des Menschen. Wir könnten sagen, das Selbstbild ist unser wichtigstes Bild. Die wichtigste Frage ist, wer bin ich? Und das Selbstbild ist in dieser Theorie von Adam Smith ein Bild, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das, sagt er, zeichnet den Menschen aus. Würde jemand ohne Menschen aufwachsen, dann hätte er kein Selbstbild, weil er keine Interaktionen mit der Gesellschaft hat. Und das wäre, und Smith formuliert es in sehr, sehr drastischen Worten, keine Person, die wir eigentlich als Mensch bezeichnen könnten. Noch einmal zur Wiederholung. Ein Individuum, bei Smith, ist in sozialen Bezügen eingebettet. Diese sozialen Bezüge sind imaginativ. Diese Arten von Interaktionen werden durch die Gesellschaft geschult. Und das höchste und das entwickelste Individuum ist für Smith jemand, der eine Selbsterziehung macht und das beschreibt als tugendhaft. Und das ist sozusagen diese Art von Person, diese Art von Persönlichkeit, die wir als reife Individuen anstreben sollten. Man kann das alles kritisieren. Ich möchte jetzt gleichsam nur die positiven Momente erwähnen, nämlich der Mensch als moralisches Wesen und der Mensch als widersprüchliches, dynamisches, selbstreflexives Wesen, der gar nicht in einer reinen Weise egoistisch sein könnte, wie das so die gängigen Deutungen in der heutigen Ökonomie sind. Der Mensch kann gar nicht ein Homo economicus sein, weil er gespalten ist zwischen dem Richter und dem Akteur und letztlich, und das formuliert Smith sehr, sehr klar, letztlich ist die Richterposition die wichtigere. Das heißt, er hat eine Handlungstheorie, die man nicht positivistisch beschreiben kann. Man könnte nicht das neoklassische Wahlhandlungsmodell auf Individuen darüberlegen, so wie Adam Smith
sie beschreibt. Entscheidungen sind situativ, sie sind simulativ, sie werden in einen imaginären Raum aus unterschiedlichen Positionen in einer inneren Abwägung gemacht und damit ist immer eine Reflexion, eine Moralität in Bezug auf mich selbst in einer sehr, sehr komplexen Weise enthalten. Das wendet Smith auch auf sich selbst an als Wissenschaftler. Als Wissenschaftler beschreibt er sich selbst als einen imaginativen Akteur, der eine bestimmte Klasse von Imaginationen macht. Und damit es nicht überbordet, muss es gezähmt werden. Und die entscheidende Zähmung ist für Adam Smith die methodische Zähmung. Und hier nimmt er auf die Methode von Isaac Newton Bezug. Das war das große Vorbild in den Naturwissenschaften. Und hier gibt es dann einen Systembegriff. Systeme sind selbststeuernd durch Gleichgewichtsmechanismen. Es gibt Ausgleichsprozesse. Und das beschreibt er dann auch im Reichtum der Nationen. Und das ist für mich die Spannung oder auch die Widersprüchlichkeit bei Adam Smith. Auf der einen Seite Imaginationen zu beschreiben, imaginative Fähigkeiten des Menschen, Bildlichkeitsmomente des Menschen und auf der anderen Seite eine Vorstellung zu haben eines Systems, das natürlich von sich selbst geht, das sich selbst steuert und das letztlich wie eine Maschine abläuft. Und im Konzept des Systems sind beide Momente vereint. Das beschreibt er in einem ungefähr 100-seitigen Essay, in einer 100-seitigen Arbeit über die Geschichte der Astronomie. Er sagt darinnen, das ist sein Systembegriff, ein System ist eine imaginäre Maschine durch die Imaginationen des Wissenschaftlers, die wir in Gedanken errichtet haben, um Zusammenhänge, um Beziehungen zu zeigen, die es in der Natur, die es in der Realität der Naturwissenschaften und in der Realität der Sozialwissenschaften, die in seiner Zeit immer noch Moralwissenschaften sind, gibt. Der Gedanke des Systems als imaginäre Maschine vereinigt genau diese beiden Aspekte von Adam Smith. Die imaginierte Maschine, das ist das, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tun sollen. Nach dieser ganz kurzen Einführung in die Moralphilosophie von Adam Smith und einer Andeutung, wie man das mit seiner Theorie der Wirtschaft zusammendenken könnte, komme ich zum dritten Teil. Adam Smith stirbt 1790 und jetzt haben wir quasi eine Zweiteilung in der ökonomischen Theorie. Ansätze, die diese Imaginationsidee weiterführen. Und eine zweite Richtung, und diese Richtung setzt sich durch bis zu der heutigen dominanten Nationalökonomie, in der im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert der Gedanke von Bildlichkeit, der Imaginationskraft des Menschen, auch in ihren sozialen, in ihren gesellschaftlichen, in ihren politischen Bezügen, relativ abrupt zu einem Ende kommt. Diese Geschichte der Nationalökonomie ist überhaupt noch nicht geschrieben und ist noch nicht klar reflektiert. Dieser Bruch vom 18. zum 19. Jahrhundert hat viele, viele Momente. Man müsste diese Momente jetzt sehr, sehr komplex beschreiben. Und wenn ich mir jetzt nur Gedanken aus der Ideengeschichte und aus der Sozialgeschichte herausnehme, dann heißt das natürlich nicht, dass ich diese komplexe Entwicklung irgendwie kausal erklären oder verstehen will. Das heißt, solche kulturellen, solche gesellschaftlichen Umbrüche, die ja zum Beispiel jetzt in der Jetztzeit auch passieren, haben viele, viele Momente, die sich gegenseitig durchdringen. Die großen Vorgänge sind bekannt. In England die sogenannte industrielle Revolution, die ja meistens so um diesen Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert datiert wird und dann am Kontinent in Frankreich
die französische Revolution, die halt das gesamte politische Gefüge im 19. Jahrhundert dann fundamental erschüttert. Beide Arten von Revolutionen, die industrielle und die französische Revolution, haben miteinander zu tun. Es geht immer um Umorganisation des gesellschaftlichen Denkens, um Umorganisation politischer Prozesse, und im Hintergrund ist natürlich eine Umorganisation des wirtschaftlichen Systems, das aus der industriellen Revolution bekannt ist. Die industrielle Revolution, die in England startet, hat auch viele, viele Momente. Es ist eine neue Art von Unternehmer, wo der Händler und der Produzent zusammenkommen, die neue Institution der Fabrik wird die zentrale, dann das Bankenwesen entsteht in einer ganz, ganz großen Bedeutung, nämlich auch in der Bedeutung einer produktiven, einer Geldschöpfungsfinanzierung der Wirtschaft. Natürlich das in einem globalen Rahmen, im Rahmen des British Empires, und aus dem entsteht dann eine spezifische Variante des Liberalismus, das man dann halt dann nennt Manchester-Liberalismus. Und Manchester war ja der Knoten für ein riesiges, riesiges Baumwollimperium. Aus der industriellen Revolution entsteht die sogenannte soziale Frage, die Frage, warum gibt es so viel Arme? Und das führte dann, das wissen Sie ja, zu sozialistischen Ideen und letztlich dann auch zum Marxismus. Indem das Bürgertum in Frankreich und dann zeitverzögert auch in England die Macht erobert, wird die Konstellation, der Blick des Bürgertums auf sein eigenes Wirtschaftssystem, nämlich auf ein liberales Wirtschaftssystem, auf eine Marktwirtschaft oder, wenn Sie wollen, auf den Kapitalismus, verändert sich jetzt. In der gesamten Auseinandersetzung des 17. und 18. Jahrhunderts geht es ja um den Kampf des Bürgertums gegen den Feudaladel. Und in diesem Kampf spielen Moralargumente eine ganz, ganz große Rolle. Das Bürgertum hat sich auch zum Beispiel in dieser protestantischen Arbeitsethik als moralisch definiert. Wir sind die moralische Klasse, wir arbeiten hart, wir sparen, wir akkumulieren, wir investieren, wir machen etwas zum Wohle der Bevölkerung. Und das Gegenbild war der Feudaladel, der die Rente kassiert, der im Luxus schwelgt, der in der klassischen politischen Ökonomie, würde man sagen, den Überschuss nicht produktiv verwendet, der letztlich halt in der heutigen Terminologie, könnte man sagen, sowas wie einen Sozialschmarotzer abgibt. Und in dieses moralische Argument passt auch zum Beispiel die Fortschrittsidee, und es passt auch ein anderer Aspekt bei Adam Smith, nämlich der Idee, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gibt. Das heißt, der Fortschrittsbegriff bezieht sich auch auf die Gesellschaft. Der Fortschrittsbegriff bezieht sich auch auf die Moralität. Das heißt, Smith konzipiert ein System eines moralisch gedrängten, eines moralisch fundierten Kapitalismus. Und jetzt ist das Bürgertum gleichsam an der Macht. Es hat auch mit dem Gefolge eines großen Elends für einen guten Teil der Bevölkerung. Und jetzt wird die Imagination auch, das ist eine mögliche Interpretation, uminterpretiert, weil Imagination, die politische Imagination, jetzt wieder als gefährlich gilt. Das muss abgewertet werden, und diese Art von Abwertung ist sozusagen die ideologische Abwertung, es ist die politische Abwertung. Im Hintergrund passieren große Brüche, wie zum Beispiel, dass man den Bezug auf Gott in den Wissenschaften verliert. Adam Smith ist ja auch noch immer im Rahmen etwas, was man nennen könnte, eine Naturtheologie. Viele große Denker des 17. und 18. Jahrhunderts sind tiefgläubige Menschen. Dieser Bezug kommt weg. Es entsteht dann etwas, was man heutzutage dann nennt Positivismus. Und die Fortschrittsidee muss jetzt, die immer noch da ist, diese Fortschrittsidee muss von der Idee eines gesellschaftlichen Fortschritts, in dem das Bürgertum an der Macht ist,
abgezogen werden. Das heißt, wir sind in einem Diskurs oder wir sind in einem Diskursraum, der absolut aktuell ist, weil wir ja jetzt wieder in einer Umbruchszeit sind und interessanterweise muss in dieser Umbruchszeit, und genau das ist ja sozusagen unser Anliegen auch in dieser Ringvorlesung, etwas entdeckt werden, was man als politische Imaginationsfähigkeit beschreiben könnte. Die ganz, ganz großen Umdeutungen sind, der Naturbegriff ändert sich, das heißt, dieser Gedanke, der Gottesbezug kommt raus. Naturgesetze werden dann im 19. Jahrhundert als moralfreie Interaktionen in der Natur beschrieben. Das heißt, die Moralität ist ganz was anderes. Es kommt zu einer Trennung von Ethik und wissenschaftlicher Beschreibung. Und dann kommt raus auch der Gedanke des Innenraums, der Mensch als selbstbezügliches, imaginatives Wesen. Die großen Stränge in der Theoriegeschichte sind zum einen die Thematisierung des sozialen Elends, zum Beispiel bei Malthus, Robert Malthus in seinem berühmten Essay on Population in der Bevölkerungstheorie und dann Deutungen bei John Baptist Say, das war der große Theoretiker der Französischen Revolution, und sie hat eine große Ausstrahlung auf Deutschland, auf England und auf den USA, und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts ist er in diesen Ländern eines der meistgelesenen, eines der am meisten unterrichteten Lehrbücher. Und in diesen Deutungen, sowohl bei Malthus als auch bei Say, ist in beiden Fällen, wird die Imaginationsfähigkeit abgelehnt. Sie wird abgewertet und sie wird auch abgewertet aus wissenschaftlichen Gründen und aus politischen Gründen. Bei Malthus ist dieser Gedanke sehr, sehr klar. Er ist ja im Zusammenhang, er ist ja auch in Diskussion zum Beispiel mit Condorcet. Condorcet ist jemand, der in der Französischen Revolution eine Rolle spielt. Condorcet hat auch eine Fortschrittsidee entwickelt. Diese Fortschrittsidee ist auch eine gesellschaftliche Fortschrittsidee. Das sieht Malthus ganz, ganz kritisch und er beschreibt die Imaginationsfähigkeit mit dem Bezug auf Condorcet als etwas, was den Menschen in eine Irre treiben kann, was Fiktionen machen kann, und er beschreibt es jetzt, ja, in diesem Kontext als völlig negativ. Und die Leute, mit denen Malthus diskutiert, sind ja Reformer, und diese Reformer sagen, das soziale Elend hat mit der Ungleichverteilung in der Landwirtschaft zu tun. Sie fordern Einkommensreformen, Vermögensreformen in der Landwirtschaft mit einem Mix von unterschiedlichen Konzepten, und das wird zurückgedrängt. Man sagt, diese Art von Reformen will man nicht. Man will keine Eingriffe in Eigentumsregeln. Das ist ja das Konstitutive für den Kapitalismus. Das soll nicht angetastet werden. Und dazu müssen diese anderen politischen Vorschläge imaginativ abgewertet werden. Und jetzt könnte man einen großen Bogen ziehen in die Theoriegeschichte des 19. Jahrhunderts. Ich kann jetzt davon gar nichts erzählen. In meinem Unterricht kommt es etwas vor. Und der Schluss ist dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die frühe Neoklassik, das ist diese Denkrichtung, die heute dann dominant geworden ist, die ist so alt, und hier haben wir einen Schlusspunkt, wo diese ganzen Ideen von Adam Smith, der Imagination, des moralischen Raumes, des sozialen Raumes, des Raumes der Gesellschaft, vollkommen verloren gegangen sind. Und das ist genau die Tradition der heutigen Nationalökonomie, aus der wir jetzt denken. Die neue Neoklassik entwickelt sich ja bekanntlich in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und die zwei großen Richtungen sind die angelsächsische Richtung. William Stanley Jevons ist die Hauptperson. Jevons stirbt 1882. Und das andere ist dann Richtung, die sich dann durchsetzt bis zu der heutigen Neoklassik, nämlich Léon Walras, ein französischer Wissenschaftler. Er stirbt 1910. In diesen beiden
Ökonomen finden sich unterschiedliche Menschenbilder. Im Kern setzt sich die Richtung durch, die dann zum heutigen Homo economicus führt. Und hier ist, und die beiden Konzepte werden ja von diesen Theoretikern auch entwickelt, hier wird das Individuum beschrieben in seiner Identität, könnte man sagen, durch seine Präferenzen und durch seine Nutzenfunktion. Die Beschreibung zu sagen, es geht um ein Menschenbild, es geht um Selbstbilder, das hört dann im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert auf. Dann hören die Ökonomen auch auf, über diese Fragen nachzudenken. Wenn wir diese ursprüngliche Interpretation haben, dass wir sagen, die Identität wird durch eine Nutzenfunktion beschrieben, dann müsste man sagen, es ist ein formalisierter Innenraum. Das ist das Kennzeichen des Individuums. Dieser Innenraum wird mit einem Formalismus beschrieben, den die Naturwissenschaftler in der Thermodynamik ab 1840 entwickelt haben. Das heißt, die Beschreibung eines formalen, quantitativen Feldes wird auf das Individuum überlegt und es wird gesagt, es besitzt so etwas wie eine starre, gegebene Struktur von Präferenzen, von seinen Bewertungen. Und der entscheidende Punkt für unser Thema ist dann, in so einem Konzept kann ich keine Vorstellung über Bilder mehr haben. In so einem Konzept gibt es so etwas wie ein Konzept von Bildern, von Imaginationen, einer Bildkraft, einer Imaginationskraft des Menschen nicht mehr. Er besitzt ein implizites Abbild, es gibt keine Interpretationsprobleme für die Realität, aber er besitzt nicht eine eigene Imaginationskraft, in dem der Geist aktiv Zukunftsgestaltungen machen könnte. Indem der Bildbegriff wegkommt, kommen alle Aspekte weg, die wir uns phänomenologisch, wenn wir uns selbst erforschen, in einer großen Selbstverständlichkeit innerlich zuschreiben. Nämlich, dass wir ein Selbstbild besitzen, dass wir selbstbezüglich sind, dass es um eine Selbstdeutung des Menschen gibt, dass wir widersprüchliche Wesen sind, dass es ein Zwiegespräch in uns gibt für viele Arten von Entscheidungen. Alles wird wegdefiniert. Vereinfacht könnte man so sagen, dass der neoklassische Homo economicus besitzt überhaupt keine Vorstellung eines Innenraumes. Er hat kein Bewusstsein, er hat keine Bewusstheit, er hat keine Art von Reflexivität, er kann nicht über sich selbst nachdenken. Zum Beispiel ein Satz wie, ich hasse meinen Wunsch zu rauchen, der Wunsch zu rauchen wären die Präferenzen, ich hasse, ist die Reflexion darüber. Das kann in diesem neoklassischen Denken überhaupt nicht mehr formuliert werden. Das heißt, ich habe in der Neoklassik, und das ist ein sehr, sehr bemerkenswerter Befund, überhaupt keine Vorstellung, wodurch kommt das Neue in die Welt. Es gibt in der neoklassischen Theorie kein Konzept des Neuen und es gibt nicht einen Gedanke, was ist die Quelle des Neuen, woraus entsteht das Neue. Das kann ich in dieser Art von Theorie nicht definieren. Indem dieser Raum der Moral verschwindet, indem der Innenraum verschwindet, dünnt sich auch dann auch der soziale Raum aus. Der soziale Raum wird in der Neoklassik in viel anderer Weise beschrieben als wie bei Adam Smith. Smith und die Neoklassik gehen von Individuen aus. Aber die Individuen, die bei Smith eine soziale Bindungsfähigkeit, eine soziale Bezüglichkeit, eine Bezugsnahme als Möglichkeit enthalten, das ist in der Neoklassik weg. Es sind reinste individuelle Individuen, isolierteste Individuen. Sie haben überhaupt keine Arten von sozialen Aspekten und alle Arten von, das kann man ganz im Detail sagen, jede Art von Sozialaspekt wird aus diesem Individuumsbegriff weggenommen. Interessant ist auch, dass dadurch ein anderer wichtiger Aspekt verschwunden ist, nämlich der Gedanke, das Konzept der Gesellschaft. Bei Walras habe ich ja sehr unterschiedlich als wie bei Jevons. Walras möchte zwei Sachen zusammendenken.
die letztlich nicht schwer zum Zusammendenken sind. Er beschreibt sich als ein Aufklärer im Sinn von Kant, der sagt, der freie Willen des Menschen ist etwas Konstitutives und gleichzeitig hat er sein Gleichgewichtsmodell und dieses Gleichgewichtsmodell ist natürlich die Vision der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems, eines Systems über Märkte, die letztlich mit diesen Ausgleichsmechanismen wie eine Maschine funktioniert. Und dieses Dilemma, das ja immer in jeder Art von mechanistischer Metapher enthalten ist, möchte Walras so lösen, dass er zweistufig, dass er sagt, der Mensch hat einen freien Willen. Mit diesem freien Willen kann er sich für eine Gesellschaft interessieren. Das heißt, er hat noch eine Vorstellung von Gesellschaft. Er hat auch die Idee, man kann über Gesellschaft reflektieren. Und in dieser Vorstellung wird er sich, wenn er klug ist, natürlich für diese Wirtschaftsform entscheiden, die er beschreibt, nämlich heutzutage könnte man sagen eine Marktwirtschaft oder ein Kapitalismus. Und das Kennzeichen dieser Wirtschaftsform ist ja die hohe Effizienz. Das heißt, aus Klugheitsgründen wird das vernunftgetriebene Individuum in seinem freien Willen sich für die effizienteste Gesellschaftsordnung entscheiden. Wenn das ist, dann ist er praktisch im Rahmen dieses Wirtschaftssystems und im Rahmen dieses Wirtschaftssystems muss sich dann die Individuen rein passiv definieren. Es ist alles bestimmt, es ist alles berechenbar und diese Individuen haben keine Art von gestalterischer Kraft mehr und diese Individuen werden dann von außen gesteuert, das ist diese Theorie der Incentives, wenn sich die Preise verändern, dann werden die Individuen in einer gewissen Weise reagieren und das, was innen ist, der gesamte Innenraum und die Reflexion über diese Steuerungsversuche, das hat sozusagen im Rahmen der ökonomischen Theorie überhaupt keinen Platz mehr. Und in dieser Tradition formuliert dann Lionel Robbins 1932 seine berühmte Definition von Ökonomie. Ökonomie beschäftigt sich mit der Allokation knapper Ressourcen. Das heißt, die Ökonomie wird zu einer Effizienzwissenschaft und sie wird zu einer Handlungstheorie. Und in dieser Handlungstheorie, Rational Choice, werden Wahlhandlungen immer unter dem Aspekt von Effizienz und Rationalität reflektiert. In dieser Definition von Lionel Robbins gibt es überhaupt keinen Raum der Gesellschaft mehr. Das Individuum steht der Welt der Dinge entgegen und es geht darum, diese Welt der Dinge effizient zu managen. Es gibt keinen Raum der Gesellschaft mehr. Und darüber nicht zu reflektieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das möchte ich jetzt ganz, ganz kurz noch einmal im vierten und im letzten Teil andeuten. Darf ich dazu nochmal den roten Faden erzählen? Im ersten Teil wollte ich argumentieren, dass es einen Sinn macht, normale wirtschaftliche Vorgänge, die Zukunft betreffen, unter dem Aspekt von Simulation, von Narration, von Bildlichkeit zu besprechen. Das können wir für uns selbst phänomenologisch erfahren. Das können wir auch erfahren, wenn wir Manager, Managerinnen, Finanzinvestoren befragen. Und am Beispiel von einigen Ideen von Professor Bredert habe ich versucht zu zeigen, dass wir, wenn wir solche einfache Fragen stellen, die herkömmlichen Grundkategorien des ökonomischen Denkens große, große Probleme aufweisen. Das Argument im ersten Teil war zu sagen, es gibt einen Sinn, es macht für einen ökonomischen Theoretiker einen tiefen Sinn, eine narrative Ökonomie, eine imaginative Ökonomie zu durchdenken, anzustreben. Im zweiten Teil habe ich Bezug genommen auf Adam Smith. Adam Smith wurde gedeutet als Imaginationstheoretiker, als
Bildtheoretiker, ich denke, das ist ein starker Befund. Und wir könnten sagen, wenn wir von dem Imaginationsbegriff, wenn wir von dem Bildbegriff ausgehen, dann können wir ein Verständnis entwickeln über seine Moraltheorie, über seine Vorstellung des Innenraums des Menschen, dass dieses konstitutiv wird für die soziale Bezogenheit für die Menschen, dass es einen sozialen Raum, der ein moralischer Raum ist, gibt. Sozialwissenschaften ist Moralwissenschaft, dass es ein Konzept gibt von Gesellschaft und dass das eine sehr, sehr reich entwickelte Theorie ist und letztlich die Vision, das Modell eines moralischen Kapitalismus, eines Kapitalismus, der mit moralbasierten Individuen funktioniert. Im dritten Teil wollte ich zeigen, dass dieses Menschenbild, dass dieses Gesellschaftsbild, dass dieses Bild vom Kapitalismus im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert verloren geht. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess und ich habe nur ein paar Andeutungen machen können. Und eine Sache ist vielleicht noch ganz, ganz wichtig, wenn wir über historische Prozesse nachdenken, dann müssen wir immer den Gedanken haben, es sind viele Faktoren, die das bestimmen, und wir müssen immer auch den Gedanken haben, es ist auch eine zufällige Entwicklung. Es gibt keine innere Gesetzmäßigkeit, dass sich die Geschichte so entwickelt haben müssen. Das heißt, die Geschichtsschreibung der Sieger, die sich durchgesetzt haben und die zum Beispiel in Bezug auf wissenschaftliche Theorien oder in Bezug auf Theorien in den Sozialwissenschaften sagen, die bessere Theorie hat sich durchgesetzt. Ein solcher Standpunkt ist auf jeden Fall abzulehnen. In dieser Entwicklung, die ich ja übersprungen habe, sind wir dann bei der Neoklassik gelandet und ich wollte zeigen, dass hier diese Vorstellung der Imaginationsfähigkeit, der Bildfähigkeit des gesamten Innenraumes verloren gegangen ist, dass es kein Konzept gibt von Bildern, es gibt kein Konzept des Neuen und dann kommt eine Entwicklung in Gang, dass auch der Gesellschaftsbegriff verloren gegangen ist. Was hat das alles mit heute zu tun? Mit dem heutigen Stand der Nationalökonomie und mit aktuellen sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Fragestellungen. Das ist wiederum ein großes Thema und wir müssten jetzt über den Neoliberalismus sprechen und zwar in einer zweifachen Weise. Einerseits als gestaltende Elemente für die ökonomische Theorie. Und andererseits die Frage stellen, ob wir in einer neoliberalisierten Gesellschaft leben. Die erste Frage ist, kann beantwortet werden. Ich kann es allerdings hier nicht beantworten, das ist zu umfangreich. Wir müssten hier eine präzise Vorstellung entwickeln, was ist Neoliberalismus. In meinem Buch Mythos Markt, Mythos Neoklassik habe ich eine sehr präzise Definition gegeben. Ich rede hier von Marktfundamentalismus und für mich ist hier der ganz, ganz zentrale Begriff der Markt in einer personalisierten Weise. Wir müssen uns dem Markt unterwerfen, er belohnt uns und er bestraft uns. Und man kann jetzt zeigen, wie die Neoklassik von diesen marktfundamentalen Theorien, von diesen marktfundamentalen Gedanken, ungefähr ab den 60er Jahren ganz, ganz langsam auf eine stillschweigende Weise transformiert wird. Neoklassik und Neoliberalismus ist nicht ident, das müssen wir konzeptionell ganz, ganz klar trennen, aber man kann zeigen, dass die Neoklassik quasi marktfundamental wird. Und in diesem Bild, in diesem Transformationsbild der Ökonomie gibt es auch, und das ist eine sehr, sehr starke Geschichtsthese, eine Vorstellung einer Transformation der Gesellschaft. Und wir kommen zu einer Gesellschaft, die wir beschreiben könnten als ökonomisierte Gesellschaft. Und in meiner Deutung könnte man sagen, die ökonomisierte Gesellschaft ist jene Gesellschaft, die das Bild des Marktes im Singular in einer ganz, ganz tiefen Weise verinnerlicht hat, wie wenn diese ganze Gesellschaft so gedrängt wäre von diesem Begriff, von diesem Bild, dass das schon so eingesickert ist und dass es eine so ungeheure Selbstverständlichkeit geworden ist, uns selbst als Individuen
zum Beispiel in der Idee des Unternehmerischen selbst auf einem Markt vorzustellen, und wir müssen uns sozusagen in einer guten Performance auf diesem Markt verkaufen. Zu diesen Gedanken gibt es einige Bücher von der Cusanos Hochschule. Ich kann jetzt hier nur wiederum ein paar Andeutungen machen. Für das Nachdenken über dieses Bild des Marktes sind spezifisch konstitutive Ideen aus der österreichischen Schule der Nationalökonomie wichtig, Mises und Hayek. Und das wichtigste Marktmodell, das sich dann auch in der Neoklassik sozusagen wiederfindet, ist der Gedanke, der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Und das hat Karl August Friedrich von Hayek formuliert. In meiner Deutung ist es ein sehr, sehr einflussreicher Ökonom, und der hat gewisserweise die konzeptionellen Grundlagen dieser ökonomisierten Gesellschaft Jahrzehnte vorher formuliert, bevor das dann sozusagen real konstruiert worden ist, wiederum in einem kontingenten und in einem sehr, sehr verflochtenen historischen Prozess, den wir jetzt im Nachhinein in einer gewissen Weise rekonstruieren können. Bei Hayek gibt es die Vorstellung auch, dass der Markt eine Wissenssammlung sieht, und er beschreibt dann sozusagen diesem Markt eine Art von Überwissen zu, und dieses Überwissen kontrastiert er dann mit den kognitiven Fähigkeiten des Menschen, und er sagt, der Mensch hat eine konstitutionelle Ignoranz, er kann sich an diesem Markt quasi sozusagen unbewusst koppeln, aber er hat die Fähigkeit verloren, und das ist ungeheuer bedeutsam, er hat die Fähigkeit verloren, Kraft seiner Vernunft über dieses Gebilde, über dieses Wirtschaftssystem, über diesen Markt systematisch nachdenken zu können. Wenn man das macht, was eben die kritischen Ökonomen machen oder was Leute machen, die zum Beispiel über die ökologische Krise besorgt sind, dann sagt Hayek denen, ihr begeht eine Anmaßung der Vernunft, ihr verwendet die Vernunft in einer Weise, in der sie überhaupt nicht mehr zu verwenden ist. Das heißt, wir haben hier eine explizite Absage an die Aufklärung, wir haben hier eine explizite Absage an den Gedanke eines freien Willens, wir haben hier eine explizite Aussage über den Menschen, der als reflexives Wesen die Fähigkeit besitzt, soziale Systeme zu durchdringen und auch zu reformieren. Das war ja die zentrale Idee in der Aufklärung. Der Mensch kann Kraft seiner Vernunft die sozialen Designs durchdringen, die sozialen Systeme kritisch anschauen und findet aus dem sozusagen dann die Kraft, diese sozialen Dingen in reformatorischen Prozessen zu verhindern. Das ist sozusagen das Konstitutive im politischen Liberalismus, und dieser Neoliberalismus ist nur ein ökonomischer Liberalismus, der auf diesen politischen Liberalismus praktisch zur Gänze verzichtet hat. Was hat es jetzt alles mit dem Thema von Bildern und von Imaginationen zu tun? Wenn der Mensch anthropologisch von Hayek beschrieben wird, mit einer konstitutionellen Ignoranz, mit einer mangelnden Fähigkeit, dann hat er auch in Bezug auf kein Bildvermögen. Nur Hayek erkennt sehr, sehr klar, dass er selbst im Versuch, einen neuen Systementwurf über den Kapitalismus zu machen, eine liberale Utopie zu formulieren, dass das nur Kraft eines neuen Bildes geht. Und er sagt, meine Aufgabe, die Aufgabe der besten Denker seiner Zeit, das hat vor ungefähr 100 Jahren gestartet, die besten Denker dieser Zeit müssen die Krise des Liberalismus dahingehend lösen, dass sie ein neues Bild über den Kapitalismus entwerfen. Das heißt, es gibt bei Hayek ganz klar ein Bildvermögen, aber, und das ist die Pointe, dieses Bildvermögen schreibt er nur einer ganz, ganz kleinen intellektuellen Elite zu. Das heißt, diese Elite hat die Kraft,
die Systeme zu durchdringen. Diese Elite hat auch die Kraft, Geschichtsbilder zu entwerfen. Das macht er ja selbst. Er hat ja eine Evolutionstheorie und diese Elite muss sozusagen ein neues Bild werfen und das muss dann irgendwie durchsickern. Es soll die Meinung in der Öffentlichkeit verändern und die Politiker müssen dann sozusagen in diesem Meinungsraum, wenn sie wiedergewählt werden, agieren. Die zentrale Pointe, um das nochmal zu sagen, es gibt ein explizites Reden von Bildern, aber dieses Reden ist nur einer intellektuellen Elite unterworfen. Und jetzt ist es halt ganz, ganz spannend zu spekulieren, wenn das die theoretischen Grundlagen der ökonomisierten Gesellschaft sind, wie erfolgen Bildproduktion in dieser Gesellschaft, aktuell in unserer Gesellschaft und warum wird über verschiedene Bildmomente überhaupt nicht nachgedacht. Dieses gleichsam Paradox einer Innovationskultur, die ihr eigenes gesellschaftliches Imaginationsvermögen über ihre eigene Zukunft in hohem Maße verloren hat, hat natürlich mit dem Siegeszug des Neoliberalismus zu tun. Dazu zwei Aspekte. 1989, nach dem Kollaps des Staatssozialismus, hat Fukuyama ein Ende der Geschichte ausgerufen. Und Ende der Geschichte bedeutet, der Kapitalismus und die liberale Demokratie haben sich durchgesetzt. Das heißt, ich brauche auch in dieser Geschichtsphilosophie das Ende des Kapitalismus nicht mehr systematisch über Zukunftsbilder der Gesellschaft nachzudenken. Und die Schicht, die das machen müsste oder das machen sollte, ist natürlich in einer gewissen Weise die politische Elite. Und im Neoliberalismus habe ja eine systematische Abwertung der Prozesse der Politik. Wollt ihr mehr Markt oder wollt ihr mehr Staat? Der Staat wird abgewertet, die politische Klasse wird abgewertet. Den Politikern, den Politikerinnen wird überhaupt keine Imaginationsfähigkeit zugesprochen. Und im Reden von der Globalisierung, der wir uns zu unterwerfen haben, heißt es ja, es gibt keine Alternative. Politik kann nur anpassend vorgehen. Das sind alles problematische Vorstellungen, denn natürlich ist die Macht, die reale soziale Macht, immer bei der Politik und sie ist immer bei der Politik gewesen. Und wie mächtig die Politik ist oder wie mächtig die Politik sein kann, haben wir ja erlebt in dem Lockdown. Die Politik hat die Macht, so quasi das gesamte gesellschaftliche Leben sozusagen ungeheuer stark zu reduzieren, die Wirtschaft zurückzufahren. Das heißt, die Macht ist nicht bei der Wirtschaft, die Macht ist bei der Politik. Und neoliberal geprägte Wirtschaftspolitik heißt ja, dass die Politik ihre eigene Machtlosigkeit macht und inszeniert. Und genau das gilt es jetzt, wenn wir die ökologische Krise ernst nehmen, genau das gibt es zu ändern. Das heißt, was wir bräuchten, ist, diese Krise der politischen Imagination zu überwinden. Und die Überwindung kann nur passieren in einem positiven Zukunftsdiskurs. Und es gibt ja viele, viele Momente für diesen positiven Zukunftsdiskurs. Und diese Ringvorlesung und diese vielen, vielen anderen Organisationen und Institutionen, die man halt dem irgendwie zuordnen kann, machen ja gerade diesen positiven Zukunftsdiskurs. Und das ist die Antwort auf die rechtspopulistische Bedrohung, auf die rechtspopulistische Wende in der Politik, die ja jeden Diskurs versiegen lassen. Das sieht man ja in der Art, wie zum Beispiel Donald Trump sich andauernd diskutiert. Er will mit seinem Kontrahenten nicht reden. Er will auch zum Beispiel, ein sehr, sehr bezeichnendes Beispiel ist die Rede vor dem Kongress. Hier redet er nicht mehr zu der amerikanischen Nation. Er versucht nicht, der Gesamtidee zu vermitteln, sondern er redet nur mehr zu seinen Parteianhängern, zu seinen Fans, zu seinen Bewunderern. Und in diesem reduzierten politischen Reden, das passiert genau diese Spaltung des Landes. Und hier werden dann sozusagen gemeinsame Anstrengungen, wie zum Beispiel in den USA in Bezug auf die Pandemie oder in einem viel, viel weiteren Maßstab, nämlich global,
in Bezug auf die ökologische Krise oder die ökologischen Krisen in hohem Maße verhindert. Im Rechtspopulismus hat man einen Zukunftsdiskurs. Der Zukunftsdiskurs ist aber nostalgisch. Make America great again. Make America great again. Das heißt, es hat irgendwo in der Vergangenheit, in der Geschichte Amerikas, hat es eine Phase gegeben, da war Amerika großartig. Und die Zukunft muss daran heißen, dieses nostalgische Feld wieder nach vorne zu legen. Das ist natürlich ein Vorgang, der zutiefst problematisch ist, weil die Zukunft bringt ihre eigenen Situationen, ihre eigenen Probleme, und dafür bräuchten wir sozusagen eine Imaginationskraft. Zurück zum Ausgangspunkt. Wenn wir sagen, dass wir zur Überwindung der Krise der politischen Imagination einen noch viel, viel forcierteren Zukunftsdiskurs brauchen mit positiven Zukunftsbildern, dann geht es nicht darum zu sagen, es geht um eine große Vision, und es geht auch nicht darum zu tun, als ob das eine ungeheure Anstrengung oder so etwas Besonderes wäre. Sich Bilder über die Zukunft zu machen, und das habe ich ja versucht am Anfang zu zeigen, ist nichts Besonderes. Es ist das Normalste von der Welt. Es ist das, was Sie bei jeder Art von großer oder kleiner Entscheidung für Ihr Leben machen. Es ist nichts Besonderes. Wir müssen nur diese Selbstverständlichkeiten auf der Ebene der Gesellschaft denken. Das heißt, wir brauchen eine Vorstellung von Gesellschaft, wir müssen unsere Bilder von Gesellschaft hinterfragen, wir müssen diese Bildlosigkeit in Bezug auf die Gesellschaft überwinden und müssen hier kräftige Bilder malen, wie die Zukunft einer Gesellschaft ausschauen kann, der es gelungen ist, und das wäre ein Wunder, und dieses Wunder ist anzustreben, die ökologische Krise noch abzuwenden. Dabei geht es natürlich nicht nur um Bild als mentalen Vorgang, es geht um Gemeinschaft, es geht um Institution, es geht um organisatorische Bündelung, und es geht auch darum, dass aus dem neue Institutionen entstehen. Es geht auch darum, dass es gelingt, diese Spaltung, diese rechtspopulistische politische Spaltung zu überwinden, gemeinsame Bilder zu kreieren. Und dafür, denke ich, bräuchten wir zwei Sachen. Erstens die Vorstellung des Menschen als ein bildgebendes, als ein bildverstehendes, als ein simulatives Wesen. Und das zweite ist eine Ökonomie, eine neue Art von ökonomischem Denken, die diese Idee einer imaginativen, einer narrativen Ökonomie ernst nimmt und hier Aspekte liefert. Darüber wollen wir uns in der Cusanus Hochschule in den nächsten Jahren bemühen. Danke für Ihr Zusehen. Herzlichen Dank.